Unsere drei Magnetforscher haben sich wieder in ihr Labor in der alten Scheune zurückgezogen. Neue Versuche stehen bevor. Alexander grübelt, warum der eine Magnet den anderen anziehen kann. Und Sebastian rätselt gerade über das Gegenteil. Warum kann das eine Eisenbahnwägelchen das andere mit seinem Magnet wegschubsen? Da muss doch irgendeine Kraft um die Magnete sein, die das bewirkt. Die Lehrerin in der Schule hat etwas von einem Magnetfeld erzählt, das alle Magnete umgibt. Und das könne man mit Eisenfeilspänen sichtbar machen. Kommt aber erst in der nächsten Stunde dran. Janek trifft Vorbereitungen für einen Versuch, der das schon heute klären soll. Er feilt also kleine Eisenspäne von einem Nagel. So, das sollte erstmal reichen. Jetzt ein transparentes Papier auf den Magnet legen und darauf mit Janeks Eisenspänen. Tatsächlich, es klappt. Die Eisenspäne zeichnen das Kraftfeld des Magneten. Ein Grund zum Feiern für unsere Forscher. Ein Grund für uns, die Sache einmal im Trick ganz deutlich zu machen. Die Eisenspäne zeichnen das Magnetfeld des Stabmagneten in sehr deutlich erkennbaren Linien. Diese Linien nennt man deshalb auch Feldlinien. Am roten Nordpol des Magneten liegen dichte Büschel von Eisenspänen. Um den Magneten herum laufen bogenförmige Linien bis hinüber zum Südpol. Dort sind die Späne wieder dicht gepackt. An den beiden Polen liegen also die Feldlinien am dichtesten beieinander. Dort hat der Magnet die größte Kraft, Eisenspäne anzuziehen. Jetzt haben wir also das Magnetfeld eines Stabmagneten sichtbar gemacht. Aber das erklärt noch nicht das Anziehen und das Abstoßen der Magnete untereinander. Dazu müssen wir noch einmal in den Trick einsteigen. Wenn sich zwei Magnete mit gegensätzlichen Polen dicht gegenüberliegen, dann zeigen die Eisenspäne ein ganz anderes Bild. Die Späne zeichnen Feldlinien zwischen den Polen. Sie machen die Kraft deutlich, mit der sich Nord- und Südpol der beiden Magnete anziehen. Wenn sich zwei Magnete mit gleichen Polen gegenüberliegen, dann sehen die Feldlinien ganz anders aus. Man kann deutlich sehen, wie die Eisenfeilspäne auseinandergedrückt werden. Die Magnetfelder beider Nordpole stoßen sich voneinander ab. Das gegenseitige Abstoßen gleicher Magnetpole ist so stark, dass man zwei Magnete übereinander schweben lassen kann. Diese Magnete sind doch wirklich erstaunliche Dinger. Jetzt haben wir gemeinsam das Magnetfeld eines Stabmagneten sichtbar gemacht. Bleibt die Frage, haben unterschiedliche Magnetformen auch unterschiedliche Magnetfelder? Am besten wäre es wohl, wenn ihr das einfach einmal selber ausprobiert.